ich bin Sofian Scharheit und das ist meine Traumelf. Wir fangen an mit Robert Enkel im Tor. Leider konnte ich viel zu kurz mit ihm zusammenspielen. War ein super Mensch und deswegen ist er bei mir natürlich gesetzt. Auf der rechten Seite geht es weiter mit Steven Cirundolo. Er ist immer noch ein guter Freund und enger Bekannter. Auch meiner Familie, unsere Frauen verstehen sich auch gut und wenn ich ihn nicht aufgestellt hätte, würde seine Frau mir den Kopf abpacken. Deswegen muss er leider spielen, ja, so sieht's aus. Dann in der Innenverteidigung das Pärchen Karim Hagi und Hakan Baltar. Karim Hagi, mit dem habe ich sehr erfolgreiche Zeiten in Hannover erlebt und deswegen ist er für mich da hinten gesetzt. Hakan Baltar, sehr erfolgreiche Zeiten in der Hertha Jugend erlebt. Leider hat er den Sprung nicht direkt mit mir geschafft zu den Profis, sondern den Weg über die Türkei, zweite Liga, bis hin zu Galatasaray und zum Nationalspieler geschafft, gemacht und spielt jetzt auch gerade, hat gespielt, eine WM, eine EM. Deswegen ist er bei mir gesetzt. Links Malik Fatih, unsere Jüngsten, beziehungsweise meine Jüngste mit seinem Jüngstem, verstehen sich auch sehr gut, sind sehr eng befreundet. Ja, Malik, ich muss dich leider aufstellen, deswegen auch hier auf der linken Verteidigerposition, wo du zu Hause bist. Jetzt der Mittelfeldmotor, ohne den gar nichts geht. Natürlich, da bin ich gesetzt mit Pal Dardai. Pal Dardai, mit ihm habe ich meine ersten Spiele auf der 6 gemacht, damals bei Hertha. Und ihr seht schon, wir spielen ohne kreativen Zehner, aber wir sind immer leicht versetzt. Also ein Sechser geht immer mit, der andere sichert ab. Und wir sind beide sehr laufstark, sehr schnell, kopfballstark, zweikampfstark, den Blick in die Tiefe und deswegen kommt nichts an uns vorbei. So, auf der rechten Seite Lars Stindl, sehr erfolgreiche Zeit, wieder mal in Hannover. Ist momentan auch sehr gefährlich, ist bei Gladbach gesetzt, schießt die Tore vorne, bringt dann die Eingaben für die Stürmer. Und deswegen spielt er für mich auf der rechten Seite, auf der linken Seite ein Amateurspieler, der die Seite beackert, sehr, sehr schnell ist, David Hollwitz. Und jetzt noch bei Viktoria spielt, auch eigentlich eher hinten zentral spielt, aber ich habe ihn mal auf der linken Seite, weil er im Kopf stark ist, weil er zweikampfstark ist und wie gesagt pfeilschnell ist. Vorne unsere Tore schießen Didier Yakunan und Sami Alagui. Sami Alagui nach seinem Kreuzbandriss wieder genesen und bekommt jetzt sein zweites Hoch, da bin ich mir sicher. Didier Yakunan, momentan bei Düsseldorf, hat ein bisschen Probleme mit dem Knie, aber wenn er fit ist, dann ist er definitiv eine super Verstärkung und wird uns da vorne immer zum Sieg verhelfen. Das ist meine Traumelf.